Ja, ich glaube, jetzt ist 11.15 Uhr. Dann guten Morgen und herzlich willkommen zum Talk über FIDO, U2F und LinOTP. Zunächst mal zur Übersicht mit dem Vortrag. Ich werde zunächst einen kleinen Überblick über LinOTP geben, kurz erklären, worum es geht, ein bisschen warm werden mit LinOTP. Ich versuche, das möglichst kurz zu halten, dass wir danach mehr Zeit haben, um über U2F zu reden. Der nächste Punkt, die Funktionsweise von U2F, die internen Mechanismen. Und im dritten Punkt soll es darum gehen, wie man U2F mit der LinOTP Web API in den eigenen Webdienst beispielsweise integrieren kann. Zunächst aber der LinOTP Überblick. Ja, ich weiß nicht, ob ihr alle schon Bescheid wissen, was Zwei-Faktor-Authentifizierung ist. Wir hatten ja vorhin schon einen Vortrag über OTPs ging. Zunächst mal, ich denke, die meisten hier wissen, dass Passwörter sehr, sehr problematisch sind. Viele kennen wahrscheinlich diesen sehr, sehr berühmten XKCD-Comic. Ja, unser Hirn ist einfach nicht dafür gemacht, lange, komplexe, sichere Passwörter zu merken und sich für jeden einzelnen Webdienst, an dem ich mich anmelde, ein eigenes Passwort zu merken, das dann so unterschiedlich ist vom anderen, dass ein potenzieller Angreifer nicht von einem Passwort auf das andere schließen kann. Hatten wir vorhin gesehen, die Problematik mit den Kameras. Passwörter können ja abgefischt werden. Es ist einfach kein richtig guter Schutz. Da kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierung ins Spiel, wo es einfach darum geht, zusätzlich zum Passwort noch einen zweiten, unabhängigen Faktor zu haben, um die Authentisierung an einem Service abzusichern. Normalerweise beruht die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem Prinzip, dass ich nachweisen muss, als Benutzer, der sich authentisiert, dass ich etwas weiß. Das ist klassischerweise das Passwort. Ja, durch Eingabe beweise ich, dass ich das Passwort weiß und dass ich etwas besitze. Könnte beispielsweise so ein Token sein. Klassischerweise wird der Besitz über Einmalpasswörter, OTPs, also One-Time-Passwords, nachgewiesen. Funktioniert folgendermaßen, man hat ein initiales Kennwort, das auf dem Hardware-Token beispielsweise liegt und auf dem Server liegt, gegen den ich mich authentisiere. Und weil es jetzt einfach zu einfach wäre, dieses initiale Seed einfach über die Datenleitung an den Server zu schicken, wären wir wieder bei einer Passwortart, werden daraus eben einmal Passwörter, OTPs generiert und diese OTPs werden über die Leitung an den Server geschickt. Und der Server kann, da das gleiche Seed hat wie mein Client-Device, kann er eben die gleiche Berechnung ausführen wie der Client und kann die OTPs dann vergleichen und mich so authentifizieren. LinOTP ist Token-Management-Software, die gerade dafür da ist, um solche OTP-Token zu administrieren und zu managen. LinOTP versteht sehr, sehr viele verschiedene Token-Typen, beispielsweise die im Auth-Standarden standardisiert sind. Das ist zum Beispiel HOTP oder TOTP, also HOTP verwendet der Google Authenticator beispielsweise. Dann werden YubiKeys unterstützt und eben auch die U2F-Token, um die es eben heute gehen soll. LinOTP lässt sich sehr einfach integrieren in bestehende Systeme. Es ist unter anderem auch darin, ja, an einem Punkt gut zu sehen, dass wir eben keinen Schreibzugriff auf die bestehenden User Storages brauchen. Das heißt, wenn Sie jetzt in Ihrem Unternehmen einen LDAP-Service haben, wo Ihre User leben, dann müssen wir dort nicht schreibend reingreifen, sondern brauchen auch keine Schemaerweiterung, sondern es reicht einfach, wenn wir lesend das Format verstehen können. LinOTP ist sehr granular konfigurierbar. Das heißt, auch wenn man jetzt einen Use Case hat, der ja nicht unbedingt dem Standard entspricht, findet sich in meisten Fällen auch trotzdem eine sehr gute Lösung, wie LinOTP sich integrieren lässt. Das Beste natürlich an LinOTP ist, es ist komplett Open Source und es gibt professionelle Support- und Service-Dienstleistungen von der LSE. Ja, um das jetzt ein bisschen weniger theoretisch zu machen, habe ich hier ein Bild mitgebracht von der, man sieht es sehr schlecht leider, von der Management-Oberfläche. Man sieht hier einfach eine Tabelle, wo verschiedene Token definiert sind. Ich weiß nicht, ob es sich lesen lässt. Es sind verschiedene HMAC-Token definiert, es ist ein YubiKey ausgerollt, die teilweise Nutzern zugewiesen sind und teilweise nicht. Und hier in der linken Leiste sieht man beispielsweise einige Buttons, ja, die verdeutlichen, wie so ein Management von Token eben aussehen kann. Das heißt, ich kann neue Token ausrollen, ich kann bestehende Token Nutzer zuweisen, ich kann Token aktivieren, deaktivieren. Ich kann die Token durch den PIN zusätzlich absichern und vieles, vieles mehr. Und auch sehr interessant ist der Button weiter oben links.
wo hier verlorener Token steht oder im Englischen Lost Token. Das heißt, es gibt auch Lost-Token-Szenarien, wie man damit umgeht, wenn ein Nutzer beispielsweise sein Hardware-Token einfach verliert oder verloren hat. Das soll es auch schon gewesen sein zur kurzen Einsicht in LibertyP. Haben wir jetzt noch schön viel Zeit für die Funktionsweise von U2F. Um zu verstehen, was U2F so besonders macht als Token, möchte ich zuerst mal einen kurzen Ausflug machen, wie die klassischen Token funktionieren. Ich habe eben kurz angesprochen, dass die meisten OTP-Token so funktionieren, dass ich ein initiales Seed, also ein initiales Passwort oder Geheimnis auf meinem Token habe und auf dem Server habe. Das heißt, beide Partner haben das gleiche initiale Geheimnis. Das heißt, mein Token-Device kann aus diesem initialen Geheimnis ein OTP berechnen, ein Einmalpasswort, schickt das über die Leitung an den Server und der Server kann eben die exakt selbe Berechnung wiederholen und dann vergleichen, ob die OTPs stimmen oder ob sie eben nicht stimmen. So funktionieren beispielsweise, wie gesagt, HOTP und TOTP und andere Token. Es gibt hier aber auch ein bisschen fortschrittlichere Methoden, zum Beispiel das Challenge-Response-Verfahren. Auch das beruht auf dem gleichen Seed bei beiden Partnern, also wieder beim Client und beim Server, das gleiche Geheimnis. Hier ist aber die Reihenfolge der Abläufe ein bisschen anders. Das heißt, der Server oder der Client fragt bei dem Server zunächst mal an und will eine initiale Challenge haben. Die Challenge kann beispielsweise einfach nur ein Random String sein oder es könnten, was es natürlich sehr interessant macht, Transaktionsdaten sein beispielsweise, wenn man an eine Banktransaktion denkt. Also wie viel Geld von welchem Konto auf welches Konto jetzt überwiesen werden soll, also mit diesem OTP. Der Client berechnet dann eine sogenannte Response aus dieser Challenge, die gekommen ist. Es ist wieder ein OTP, den er wieder an den Server schickt und der Server kann eben die exakt gleiche Berechnung wiederholen, dadurch, dass er dieses Geheimnis hat, das auch auf dem Client ist. Das Besondere an diesem Challenge-Response-Verfahren ist einfach, dass der OTP abhängig ist von der Challenge, die geschickt worden ist. Das heißt, wenn jemand im Bank-Backend versucht, meine Einmalüberweisung auf ein Konto von meinem Freund abzuändern, daraus eine Dauerüberweisung zu machen auf irgendein Konto irgendwo im Ausland. Und ich sehe aber bei mir auf meinem Device, dass in der Challenge drinsteht, dass es eine Einmalüberweisung ist, dann ist diese OTP auch wirklich für die Einmalüberweisung, weil die mit diesem Seed quasi signiert ist. Genau, es ist aber nicht die einzige Methode, Besitz nachzuweisen, indem ich ein Seed, mein initiales Geheimnis, auf dem Server und auf dem Client habe. Natürlich ist die Problematik, ich will mein Seed, mein Geheimnis nicht immer mit einem Server teilen. Ja, es ist eigentlich mein Geheimnis. Das will ich eigentlich auf meinem Device behalten. Gibt es bestehende Verfahren, die schon sehr lange genutzt werden, beispielsweise die Public-Key-Kryptographie, ist bestimmt den meisten ein Begriff. Es werden, wenn ich ein neues Schlüsselpaar sogenannt ausrolle, erzeuge ich mir einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Und der private Schlüssel, das Ziel davon ist, dass er eben immer auf meiner Platte bleibt. Das ist mein Geheimnis, das teile ich mit niemandem, das ist idealerweise immer auf einem Gerät von mir. Der öffentliche Schlüssel, der zu dem privaten Schlüssel passt, den kann ich so breit verteilen, wie ich irgendwie will. Das stellt kein Geheimnis dar. Ja? Wenn man jetzt an PGP denkt, bei den E-Mails, mit dem ich beispielsweise E-Mails signieren lassen, da werden die öffentlichen Schlüssel üblicherweise sogar auf Key-Server hochgeladen, um sie möglichst breit verfügbar zu machen, dass andere Leute meinen Public Key eben finden. Wenn man jetzt bei PGP bleibt und ich eine E-Mail signieren will, also einen E-Mail-Text, den ich an einen Freund schicken will, signieren will, dann benutze ich für die Signatur meinen privaten Schlüssel, schicke dann den E-Mail-Text zusammen mit der Signatur an den Empfänger und der Empfänger kann dann dadurch, dass er meinen öffentlichen Schlüssel hat, die Signatur überprüfen, ohne mein Geheimnis zu brauchen. Ja. Und durch diese Überprüfung der Signatur lassen sich eben zwei Sachen rausstellen. Zum einen, dass der Text, der mit der Signatur gesendet worden ist, nicht abgeändert worden ist auf dem Weg. Und zum anderen kann mein Freund dadurch beweisen, dass ich tatsächlich den zu seinem öffentlichen Key passenden Private Key gehabt habe oder besitze. Aber man sieht hier wieder, es ist ein Besitznachweis. Der Vorteil, wie gesagt, es ist kein gemeinsames Seed vonnöten, sondern das Geheimnis bleibt einfach immer bei mir auf dem Server, immer bei mir auf dem Client-Device. Die FIDO-Allianz hat jetzt mit dem U2F Standard D
diese Challenge-Response-Mechanismen mit der Public-Private-Key-Kryptographie vermengt und daraus eben einen sicheren, einfachen Standard zu machen, wie sich ein Benutzer an einem Service authentisieren kann. Die FIDO Alliance selbst ist ein nicht kommerzielles Konsortium von Firmen, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, Authentisierung im Web für den Endkunden möglichst einfach und möglichst sicher zu machen. Es sind sehr, sehr viele große Firmen der IT-Branche Mitglied der FIDO Allianz, also beispielsweise ist Google, Microsoft, Lenovo und viele mehr. Wenn man sich die Liste weiter durchliest von Member-Firmen, findet man viele Banken, große Banken und Zahlungsdienstleister wie Visa und so weiter. Das heißt, es ist ein gewisses Gewicht hinter der FIDO Allianz und Spezifikationen, die von der FIDO Allianz veröffentlicht werden, haben ein gewisses Gewicht einfach in der Branche. Die LSE ist auch Mitglied in der FIDO Allianz im Übrigen. Bevor wir jetzt dann wirklich zu den Details kommen, wie U2F intern funktioniert, möchte ich zunächst mal mit einem Missverständnis aufräumen, das man sehr, sehr häufig findet, wenn man in Foren über U2F liest. Die FIDO Allianz hat zwei verschiedene Spezifikationen veröffentlicht. Die heißen sehr ähnlich. Das eine ist UAF, Universal Authentication Framework, und das andere U2F, Universal Second Factor. Auch wenn die sehr ähnlich heißen, sind die Grundgedanken, wie die funktionieren, sehr, sehr unterschiedlich. Bei UAF geht es darum, dass ich, um mich zu authentisieren, einen Webserver eben irgendwelche Biometriedaten verwende. Es kann Iris-Scan sein, kann Fingerabdruck sein. Wir hatten eben im Vortrag vorher kurz angesprochen worden, wo die Tücken bei der Biometrie sind. Und UAF hat sich zum Ziel gesetzt, das Passwort, wie wir es kennen, komplett zu ersetzen durch biometrische Daten. Es soll hier jetzt aber nicht um UAF gehen und auch nicht um die Frage, ob das irgendwie sinnvoll ist, Biometriedaten zu verwenden, um sich an einem Service zu authentisieren, sondern es soll jetzt in diesem Vortrag um U2F gehen, was eben von der Grundidee viel näher dran ist an dem klassischen Token, wie ich die vorher beschrieben habe. Es ist nämlich ein reiner zweiter Faktor, wie die OTP-Token zusätzlich zum Passwort. In der Spezifikation wird zwar geschrieben, dass durch den starken zweiten Faktor das Passwort gewissermaßen leicht an Bedeutung verliert und man auch ein etwas schwächeres Passwort nehmen könnte, um eine ähnliche Sicherheit wie mit einem starken Passwort zu erreichen. Es wird aber niemand gedrängt, irgendwie sein Passwort abzuschwächen oder nur noch 8 Zeichen zu verwenden oder irgendwas. Und es wird sowieso niemand gedrängt, sein Passwort ganz wegzumachen. Ja, also es ist ein zusätzlicher zweiter Faktor, der zusätzliche Sicherheit zum Passwort geben soll. Ich habe jetzt einen Flowchart mitgebracht, wie das U2F-Verfahren intern abläuft. Und bevor ich jetzt versuche, hier zu beschreiben, was genau vor sich geht, würde ich einfach sagen, ja, wenn Fragen da sind, bitte gleich stellen, weil in den nächsten Folien werden wir hier dieses Flowchart immer ein bisschen weiter erweitern. Das heißt, es wird jetzt die nächsten Folien aufeinander aufbauen. Also wenn was unklar ist, einfach bitte gleich fragen. Man sieht hier zunächst drei Beteiligte, drei Partizipanten bei U2F. Zum einen ganz links das U2F-Device, das ist einfach mein Token, es könnte ein YubiKey sein oder beispielsweise hier so ein Plug-Up-Device. Das sind die Speaker hier als kleines Geschenk bekommen haben. Übrigens, diese Token hier, die Speaker geschenkt bekommen haben, habe ich hier in einer vielfachen Ausfertigung vorne liegen. Nachher einfach bitte einen mitnehmen, rumspielen damit, ist sehr cool. Also einfach mitnehmen. Genau, also der eine Partizipant ist das U2F-Device. Dann in der Mitte sieht man den Client. Das ist, wenn man jetzt eine Authentifizierung oder eine Authentisierung an einem Webservice, beispielsweise bei google.com oder Facebook, denkt, ist das einfach der Webbrowser, der U2F-Unterstützung mitbringt. Und auf der rechten Seite ist die Relying Party, nennt sich das. Das ist quasi der Service, mit dem ich mich anmelde. Das ist der Server, gegen den ich mich authentisiere. Man sieht hier jetzt sehr schön das Challenge-Response-Verfahren. Also dieser Server, die Relying Party, schickt zunächst eine Challenge an den Client. Die Challenge ist einfach ein 32-Byte Random String, der an den Client geschickt wird. Der Client leitet die Challenge dann weiter an das U2F-Device, an das Token-Gerät. Das Token benutzt dann den Private Key, das es auf dem Token gespeichert hat, signiert damit die Challenge, schickt die Signatur wieder an den Client, also an den Webbrowser, und der schickt dann die Signatur weiter an die Relying Party. Und die kann mit dem Public Key, der bei dem Pairing von dem U2F-Device bei der Registration ausgetauscht worden ist,
kann mit diesem Public Key eben die Signatur überprüfen und sehen, ja, stimmt oder nicht stimmt, ja? Es wird, also was festgeschrieben ist, dass elliptische Kurven verwendet werden für die Signierung und es wird leider die NIST-P256-Kurve verwendet. Ich persönlich hätte auch lieber die ED25519 gesehen von DJB. Ja, aber also die P256, man liest ja immer darüber, dass es nicht sehr nachvollziehbar ist, wie die Kurve erstellt worden ist. Aber es ist momentan kein Angriff auf die Kurve oder so bekannt. Es ist keine Backdoor in der Kurve gefunden und auch also Bitcoins nutzen, soweit ich weiß, auch diese Kurve. Also ja, ist die P256 leider. Ja, ich hätte auch lieber die andere gesehen. Das werden wir gleich noch sehen. Es ist hier nämlich nur eine Vereinfachung. Genau, also auf den Token werden wir gleich sehen, ist initial ein Seed drauf. Bei diesen Plug-Up-Token und bei den YubiKeys kann man momentan, soweit ich weiß, im U2F-Bereich das initiale Seed leider noch nicht abändern. Ist aber nicht verboten durch die FIDO-Spezifikation. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Sticks kommen, wo man das initiale Seed abändern kann. Und wir werden gleich sehen, dass für jeden Webservice, an dem ich mich anmelde, ein neues Private-Public-Key-Pair erzeugt wird. Genau. Dann ist in diesem U2F-Verfahren, in diesem Flowchart, ist eben noch ein intrinsischer Schutz vor Phishing und Man-in-the-Middle-Attacken angedacht. Das heißt, man sieht hier wieder, dass die Relying Party die Challenge an den Client in den Webbrowser schickt. Und der Webbrowser schickt jetzt nicht nur die Challenge weiter an das Token, sondern es reichert die Challenge quasi noch an mit Daten, die der Browser über den Server sieht. Das heißt, mit dem sogenannten Origin, das ist einfach nur die URL, die der Browser im Server sieht. Also die Server-URL, die der Browser sieht, die er aufgerufen hat. Und optional kann hier noch eine Channel-ID übergeben werden. Bei der Channel-ID handelt es sich um eine TLS-Erweiterung, die Channel-ID-Erweiterung, die gerade dabei ist, von der IETF standardisiert zu werden. Genau, der andere Workflow, der restliche Workflow ist wieder sehr, sehr ähnlich. Der private Key wird genutzt, um dieses Challenge-Objekt zu signieren. Die Signatur wird an den Client geschickt und der Client schickt dann dieses Challenge-Objekt und die Signatur an den Server. Der Server überprüft natürlich zunächst, ob die Signatur gültig ist, also ob der Kunde, der sich jetzt authentisieren will, der Benutzer, der sich authentisieren will, ob er wirklich den Private Key besitzt. Und anschließend kann noch überprüft werden oder muss der Server überprüfen, ob die URL, die der Client gesehen hat, tatsächlich die URL ist, die der Server erwartet, ja, um Man-in-the-Middle-Attacken eben vorzubeugen. Und optional kann eben auch hier die Channel-ID dann geprüft werden auf Serverseite. Die Channel-IDs sind einfach dazu da, einen End-to-End-Channel, also HTTPS-Channel, festzupinnen. Jetzt kommen wir hier zu dem, wo eben die Frage war. Es gibt spezifische Schlüsselpaare pro Service. Das heißt, es ist nicht nur ein Private-Public-Key-Pair gespeichert auf diesen U2F-Devices, sondern es sind bei den gängigen U2F-Devices praktisch unbegrenzt viele Private-Public-Key-Pairs, ja, die man eben drauf speichern kann. Und es ist eben ein Private- und Public-Key-Pair pro Service. Das heißt, wenn ich mich jetzt bei Google anmelde, habe ich ein anderes Private- und Public-Key-Pair, als wenn ich mich bei Facebook anmelde beispielsweise oder bei Twitter oder Dropbox oder sonst wo. Ja, um das eben sicherzustellen, dass es funktioniert, müssen hier noch ein paar Erweiterungen in diesem Flowchart gemacht werden. Der Server, die Relying Party, schickt natürlich wieder die Challenge an den Client, schickt aber zusätzlich eine sogenannte App-ID. Das ist noch eine Stufe höher als diese Origin. Das heißt, es ist nicht die URL, die gerade gesehen wird, sondern es ist beispielsweise einfach nur google.com, weil die URL auch login.google.com und Ähnliches sein kann. Und mit der App-ID wird noch einen sogenannten Key-Handle mitgeschickt, den der Server bekommen hat während dem Pairing vom U2F-Token. Der Key-Handle ist einfach nur eine Art Schlüssel-ID, wie man es bei PGP kennt. Der Client überprüft dann, vorwiegend durch formale Überprüfung, die App-ID und ob die URL, die er sieht, zugehörig ist zu der App-ID. Die Prüfung ist sehr genau spezifiziert und relativ komplex, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen hier an der Stelle. Es wird dann wieder dieses Challenge-Objekt gebildet und weitergegeben an das U2F-Device und zusätzlich wird noch die App-ID und der Key-Handle weitergegeben. Mit diesem Key-Handle und der App-ID kann das U2F-Device dann den Private-Key, den er für diesen Service gespeichert hat,
rausfinden und mit diesem Private Key wieder eine Signatur über die mitgeschickten Objekte machen. Schickt die an den Webbrowser und der Browser schickt die Signatur zusammen mit den Daten an den Server. Dort finden dann wieder einfach dieselben Überprüfungen statt, wie wir sie eben schon hatten. Zusätzlich ist noch ein Schutz eingebaut vom sogenannten Device Cloning. Das heißt, wenn ich jetzt mein YubiKey hier vergesse und bin ein paar Stunden weg und komme wieder, könnte natürlich theoretisch passiert sein, dass irgendein bösartiger Angreifer versucht hat, mein Device zu kopieren und das initiale Secret und die Keys, die darauf sind, eben zu klauen. Es gibt keinen absoluten Schutz gegen Device-Cloning, aber U2F bietet wenigstens im schlimmsten Fall immer noch die Möglichkeit herauszufinden, dass das Device geklont worden ist. Das heißt, im besten Fall logge ich mich, nachdem das Device geklont worden ist, logge ich mich zuerst wieder am Service ein. Flowchart ist wie bisher, nur mit einem zusätzlichen Counter, der immer inkrementiert wird bei jedem Authentifizierungsvorgang. Das heißt, wenn ich mich jetzt damit einlogge mit meinem U2F-Token, das eben geklont worden ist, dann wird der Counter wieder um 1 erhöht, wird mitsigniert und mit an die Relying Party geschickt und der Server muss den Counter überprüfen und muss überprüfen, dass der Counter jedes Mal höher ist, also jedes Mal inkrementiert worden ist im Vergleich zu den Authentifizierungen zuvor. Ja? Es sind 4 Byte, also es ist sehr unwahrscheinlich. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, wie oft man klicken müsste. Es ist aber in der Spezifikation vorgeschrieben, oder es ist, glaube ich, ein Schutt, dass die Relying Party also überprüfen oder es ermöglichen sollte, dass ein Überlauf stattfinden könnte. Ja, es muss also darauf theoretisch Rücksicht genommen werden. Ja. Das ist freigestellt. Also die Frage war, ob der Counter irgendwie universell ist oder ob er pro Service inkrementiert wird. Also die YubiKeys beispielsweise, die haben einen globalen Counter, der einfach bei jedem Authentifizierungsvorgang erhöht wird. Also nicht spezifisch pro Service oder Keyhandle, sondern global. Das heißt, die Relying Party kann auch nicht überprüfen, ob es wirklich nur, also wirklich nur um einen inkrementiert wurde, der Counter von Authentifizierungsvorgang zu Authentifizierungsvorgang. Sondern es muss überprüft werden, ob er inkrementiert worden ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt authentisiere bei Google beispielsweise und der Counter wird erhöht und anschließend authentisiert sich der Angreifer, der mein Device geklaut hat, dann hat er natürlich noch den Counter, der um 1 niedriger ist. Und dann wird die Relying Party sagen, ja, nee, Device Cloning und wird entsprechend warnen und die Authentifizierung nicht zulassen. Der andere Weg ist natürlich schlimmer, wenn sich der Angreifer zuerst anmeldet, weil er hat dann, also sein Counter wird inkrementiert, er kommt dann theoretisch mit dem zweiten Faktor noch in meinen Account rein, aber wenn ich mich das nächste Mal einlogge, sehe ich, dass mein Device geklont worden ist. Also wie gesagt, es ist kein perfekter Schutz, aber ich bekomme es im schlimmsten Fall mit, dass jemand mein Device geklont hat. Es gab, glaube ich, noch eine Frage. Ja, genau. Also es ist, aber es sind 4 Byte. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht im Kopf ausrechnen. Es sind, glaube ich, ein paar Milliarden, bis dann der Overflow passiert. Die Frage war, wenn der Counter global ist, ob es nicht irgendwann der Overflow passieren kann. Ja. Richtig, genau. Die Frage war wieder, also die Counter-Problematik, das habe ich auch gesagt, aber der Counter ist kein perfekter Schutz, es ist nur eben ein Versuch, einen zusätzlichen Schutz zu bekommen. Es war ein konstruiertes Bild, wenn sich der Angreifer bei einem Account einloggt und ich mich dann mit meinem ursprünglichen Device bei anderen Services einlogge und mich dann wieder bei meinem ursprünglichen Service einlogge, wo der Angreifer zuvor drin war, dann ist der Counter hier natürlich erhöht, wenn ich einen globalen Counter habe und da ist der Schutz natürlich machtlos, das ist klar. Doch. Die Frage nach der nach Generierung von den Schlüsseln können wir nachher gerne im Detail besprechen. Es ist sehr, sehr interessant, wie die YubiKeys und diese Plugup-Sticks
die Keys generieren. Die werden nämlich nicht gespeichert, wie man jetzt irgendwie als erste Näherung eben annehmen würde und implementieren würde, sondern die können aus dem initialen Device-Secret, das auf dem Device ist, jedes Mal mit der App-ID und dem Key-Handle nachverfolgt werden und neu generiert werden. Das heißt, deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, es können quasi unbegrenzt viele Schlüssel gespeichert werden, weil die eben nur nachberechnet werden müssen. Können wir nachher im Detail darüber reden, ist sehr interessant. Genau, das ist hier quasi der finale Authentifizierungsvorgang. Natürlich muss das Device zunächst mal registriert werden mit einem Service. Also initial muss das Device gepaart werden, das muss bekannt gemacht werden. Dieser Vorgang ist eben sehr, sehr ähnlich wie die Authentifizierung. Also man hat wieder ein Challenge-Response-Verfahren. Der einzige Unterschied besteht eben darin, dass der Server noch keinen Key-Handle schicken kann, weil er noch keinen hat. Und dass auf dem U2F-Device das Schlüsselpaar erzeugt wird, berechnet wird, ein Key-Handle erzeugt wird und dann eben das Key-Handle und der Public Key an den Server geschickt werden und es mitgeteilt werden. Zusätzlich gibt es hier noch sowas wie dieses Attestation Certificate. Das ist ein Zertifikat, das auf diesen Token drauf ist, das einfach nur sagt, was für ein Token-Art das ist. Das heißt, wenn ich jetzt mich mit diesem, das ist ein YubiKey Edge, an einem Service authentisiere, könnte der Service sehen, dass ich mich mit YubiKey Edge authentisiert habe. Die Idee dahinter ist, wenn man irgendwann in so einem Device eine Sicherheitslücke findet, kann ich als Service sagen, dieses bestimmte Device will ich nicht mehr erlauben, weil es unsicher ist. Ist aber keine ID oder sowas, sondern es ist wirklich nur pro Token-Art. Genau, ich habe hier ein paar Vorteile von U2F zusammengefasst gegenüber den herkömmlichen OTPs. Ja, ein paar Vorteile liegen auf der Hand. Also es wird Public-Key-Kryptographie genutzt. Das ist also kein gemeinsames Seed vorhanden. Ich muss mein Seed nicht teilen mit dem Server, sondern es bleibt auf meinem Device. Dann habe ich ein eigenes Schlüsselpaar pro Service. Das heißt, ich kann mich mit einem U2F-Stick an verschiedenen Services wie Google, Facebook, Twitter und so weiter anmelden. Und mein U2F-Device kann eben nicht als Super-Cookie verwendet werden, weil die Key-Handles jeweils anders sind bei den Services. Heißt, sie sehen nicht, ob ich der gleiche Benutzer bin, weil es überall unterschiedliche Key-Handles sind. Es erlaubt also auch Bring-Your-Own-Token ins Unternehmen beispielsweise, dass ich einfach meinen privaten U2F-Token ins Unternehmen bringen könnte, wenn das Unternehmen das dann will. Dann hatten wir gesehen, dass es im Prinzip einen intrinsischen Schutz vor Phishing und Man-in-the-Middle gibt. Und der große Vorteil von U2F ist, es ist sehr, sehr einfach zu benutzen. Beispielsweise bei den YubiKeys, wenn wir nachher noch kurz sehen, ich muss keinen OTP eintippen. Ich muss im Prinzip nur einmal so einen kleinen Knopf drücken, um zu beweisen, dass ich ein existierender Benutzer bin und kein Programm. Und das war's. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Verfahren zunächst mal unabhängig ist von dem Transportweg zwischen Client und Token. Das heißt, diese YubiKeys oder diese Plugups werden in den USB-Hub eingesteckt. Es funktioniert über USB, der Transport. Es ist mittlerweile aber auch NFC und Bluetooth Low Energy standardisiert von der Fido Alliance. Und es können hier eben noch viele weitere folgen, weil die eigentliche Spezifikation unabhängig davon ist. Und letzten Punkt der Vorteile, den habe ich Momentum genannt. Wir hatten vorhin gesehen, dass in der Fido Allianz sehr, sehr viele große Firmen in der Branche sind. Das heißt, es besteht tatsächlich die Chance, dass es nicht nur einer von vielen Token wird, sondern dass es eben ja, sehr widespread wird, dass viele Benutzer so ein U2F-Token haben und viele Benutzer ihn auch verwenden. Man sieht, dass es momentan ja, ein Stück in die Richtung geht, dadurch, dass die Token sehr, sehr günstig sind. Diese Plug-Up-Tokens kosten bei Amazon 6 Euro ungefähr. Die YubiKeys gehen, glaube ich, Größenordnung 20 Euro los. Und auch noch zum Momentum, vor ein oder zwei Wochen haben wir mitbekommen, dass Dropbox beispielsweise jetzt U2F-Authentisierung anbietet. Also nicht nur Google. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile in U2F. Der größte Nachteil ist, momentan ist nur Google Chrome supported von den Browsern. Das heißt, Firefox und andere Webbrowser funktionieren momentan nicht mit U2F. Es gibt bei Mozilla einen sehr, sehr lebendigen Bug-Report, dass U2F unterstützt werden soll. Ich habe aber momentan noch keinen Code in dem Bug-Report gesehen. Also ich gehe persönlich davon aus, dass es noch eine Weile braucht. Die anderen zwei Punkte sind keine Nachteile gegenüber von OTP-Lösungen per se, sondern es sind Sachen, wo U2F bei dem, was es versucht, nicht perfekt ist. Und ich finde, man sollte es im Hinterkopf haben, wenn man U2F verwendet. Zum einen, U2F bietet keinen absoluten Schutz von Man in the Middle. Das heißt, man sollte weiterhin natürlich alles über HTTPS machen und versuchen, sich nicht auf den U2F-Stick zu verlassen.
Es ist, die Hürde für Man-in-the-Middle-Attacken wird sehr, sehr hochgelegt. Aber wenn es möglich ist, beispielsweise valide Zertifikate für irgendeinen Service nachzumachen, für irgendeine Organisation, ist der Schutz eben nicht zwingend mehr gegeben. Und weiterer Punkt, ich hatte eben erwähnt, dass ich mit einem U2F-Device mich bei verschiedenen Services authentisieren kann und die nicht untereinander sehen und vergleichen können, wer ich oder dass ich dasselbe Nutzer bin. Wenn ich mich auch mit zwei Accounts bei einem Service anmelde und der Service ist bösartig und möchte rausfinden, ob der anonyme Account, den ich habe, eben ob dieser gleiche Benutzer ist wie mein normaler Account, wo ich meinen Namen angegeben habe, dann könnte der Service das theoretisch versuchen herauszufinden. Das heißt, wenn jemand zwingend verhindern will oder zwingend zwei Accounts bei Google haben will, einen, wo der Name angegeben ist und einen, wo eben einen anonymen Account in irgendeiner Art und Weise, sollte man einfach zwei U2F-Devices verwenden. Aber wie gesagt, bei verschiedenen Services ist das nicht möglich, da ist der Schutz gegeben. Genau, dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, wie man U2F mit LinDP integrieren kann. Zunächst mal, ja, warum sollte ich überhaupt U2F mit LinDP integrieren? Wer sich ein bisschen mit U2F beschäftigt hat, weiß, dass es Beispielimplementierungen von Yubico gibt und so weiter, die man einbinden könnte in die Webpage. Zunächst mal, der größte Vorteil für mich ist, U2F ist nicht der einzige unterstützte Token. Es gibt auch jede Menge andere Token-Typen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Webservice mit U2F absichern wollen würde, dann kommt bestimmt von irgendeinem Benutzer eine E-Mail, ja, geht eigentlich auch Google Authenticator oder geht irgendwas anderes, weil ich kein U2F-Device habe. Und dann ist es definitiv eben möglich, sehr einfach. Weiterhin ist es ein vollständiges Token-Management. Also bei diesen Yubico-Libs und sowas, das sind halt Beispielimplementierungen, die die Spezifikation implementieren, aber es sind keine Token-Management-Softwares. Es gibt erweiterte Möglichkeiten in LinDP, wie das angesprochene Lost-Token-Szenario. LinDP ist Enterprise-Ready mit professionellem Support durch die LSE. Optional bieten wir auch ein Self-Service-Portal an, wo die Kunden eben ihre eigenen Token administrieren können. Und es ist sehr einfach zu integrieren, wie wir es gesehen hatten und gleich noch sehen werden. Zunächst Übersicht über die Integration, wie sie aussehen kann mit LinDP. LinDP ist im Prinzip eine Art Backend für die Relying Party. Das heißt, wir sehen hier wieder die verschiedenen Partizipanten. Der vorderste Partizipant, das U2F-Device, habe ich hier weggemacht, weil das U2F-Device und die Kommunikation mit dem Client ist einfach exakt dasselbe wie zuvor. Und es gibt eben den Client, den Server und LinDP im Backend. Der Client wird zunächst, wie üblich, sein Nutzername und Passwort an den Server senden. Der sendet dann einen Request an LinDP, um eine Challenge zu bekommen, also nachdem erfolgreich das Passwort und Nutzername überprüft worden sind. LinDP schickt dann die Challenge an den Server, der reicht die weiter an den Client, geht das Ganze seinen Gang bis zum U2F-Device, kommt wieder zurück. Die Response, die an den Server geschickt wird, wird eben wieder an LinDP weitergereicht und LinDP sagt dann im Prinzip, ja, gültige Authentifizierung oder nein, nicht gültige Authentifizierung. Zunächst einmal, wenn wir uns diesen Schritt angucken, wie der aussieht mit der LinDP Web API, also der initiale Request, den ich auf meinem Webserver abschicke, um eine Challenge zu bekommen von LinDP. Es ist einfach nur ein Aufruf der Admin-Init-Funktion, die ein paar bestimmte Parameter eben braucht. Parameter ist zum einen klar, Type U2F, ich will einen U2F-Token ausrollen. Dann gebe ich eine Phase mit, ist in diesem Fall Registration 1, die sagt LinDP, ja bitte gib mir einen Challenge und leg den Token an. Benutzername muss ich natürlich mitgeben und optional gebe ich die App-ID von meinem Server mit. Das ist deswegen optional, weil es auch per Richtlinie oder Policy eben fest global gesetzt werden kann, die App-ID für die LinDP-Instanz. Nachdem ich einen Aufruf gemacht habe, wird LinDP die Challenge berechnen und schickt mir diese Challenge wieder an den Server zurück als Response von dem Aufruf. Sieht folgendermaßen aus. Die LinDP Web API ist eine JSON Web API. Man sieht hier verschiedene Punkte. Zunächst mal hier ein Objekt, dieses Result-Objekt, das ist sehr, sehr wichtig. Sieht man Status True und Value True. Und es muss immer überprüft werden, dass Status und Value True sind, um sicherzugehen, dass in LinDP selbst also dass einfach der Aufruf komplett funktioniert hat und dass ein gültiges Objekt zurückgekommen ist. Sind hier noch andere Daten wie die Version beispielsweise, die LinDP-Version. Das Interessante steht in dem Detailobjekt. Gibt es einmal die Seriennummer vom Token, die wir gleich noch brauchen werden. Und dann das sogenannte Register-Request-Objekt. Da sieht man als
Ja, dieses Register-Request-Objekt enthält die Challenge, enthält die Version und die App-ID. Dieses Register-Request-Objekt ist U2F-kompatibel quasi. Das heißt, dieses Objekt kann einfach als Stringified JSON-Objekt an das U2F-Device geschickt werden. Das ist der JavaScript-Aufruf, den Fido spezifiziert hat, der nachher im Client, also im JavaScript von meiner Seite ausgeführt wird, um die Daten an den Client zu schicken, an den Browser selbst. Es ist eine U2F.Register-Funktion, die eben genau diesen Register-Request als Parameter übernimmt. Den wir vorhin bekommen haben, kann man einfach direkt weiterleiten in diese JavaScript-Funktion und gibt eine Callback-Funktion an. Geht das Ganze seinen Lauf, wie wir davor gesehen hatten, und die Response, die beim Server ankommt, wird wieder an LittleP geschickt, wieder mit der Admin-Init-Funktion. Parameter sind ähnlich wie vorhin, Type U2F, Phase ist diesmal Registration 2, das heißt Abschluss des Pairings, dass die Response an LittleP geschickt wird. User und Seriennummer muss man wieder mitgeben und zusätzlich gibt es den OTP-Key-Parameter, wo einfach die Device-Response, so wie sie kommt, einfach 1:1 reinkopiert wird. LittleP kann mit diesem U2F-Format dann umgehen. Die Antwort von LittleP ist ein sehr kleines JSON-Objekt. Hier sieht man eben das wichtige das Result-Objekt wieder. Status true, value true, das heißt, die Registrierung ist abgeschlossen, das hat alles funktioniert. Um sich dann später zu authentifizieren mit LittleP, also nach dem Pairing die Authentifizierung dann zu machen, bei jedem Login, ist es eben sehr, sehr ähnlich. Zunächst wieder der Request vom Server an LittleP. Dieses Mal ist die Funktion, die aufgerufen wird, in LittleP Validate Check mit dem Benutzernamen und in diesem Beispiel hier einem leeren Passwort. Das ist einfach, LittleP sagt, ja bitte trigger mir eine Challenge für meinen U2F-Token. Die Challenge wird wieder im JSON-Format übergeben. Das heißt, wir haben hier dieses Mal im Detailobjekt eine Transaction-ID, die ich nachher wieder übergeben muss, die zeigt einfach direkt auf die Challenge in LittleP. Und ich habe diesmal ein Signed-Request-Objekt. Man sieht, es ist ein bisschen anders wie vorhin. Man hat die Challenge, die Version, man hat zusätzlich den Key-Handle, der ausgetauscht worden ist bei der Registrierung und die App-ID. Dieses Signed-Request-Objekt kann man wieder direkt über JavaScript an den Client schicken. Es ist wieder kompatibel. Ich möchte hier noch auf einen Punkt hinweisen. Im Result-Objekt Status ist hier true und value ist hier false. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir eben in diesem Fall die Validate-Check-Funktion aufgerufen haben. Und die Validate-Check-Funktion, der die LittleP-API kennt, weiß, dass es einfach die Funktion ist, wo ich ein OTP prüfen lasse, die tatsächlich die Authentifizierung macht. Und wenn hier value true zurückkommt, heißt es, dass LittleP sagt, die Authentifizierung ist erfolgreich abgeschlossen. Da wir hier aber einen Challenge-Response-Token haben und ich hier erst die Challenge getriggert habe, muss natürlich value noch false sein, weil ich mir noch nicht authentifiziert habe. Ich schicke dann im JavaScript dieses Objekt mit der U2F-Sign-Funktion an den Client. Und um die Response vom Server an LittleP zu bekommen, wird wieder erneut die Validate-Check-Funktion aufgerufen, wieder mit dem Benutzernamen. Als Passwort wird diesmal die Response genommen, die von dem U2F-Device kommt. Und zusätzlich gebe ich die Transaction-ID an. Genau, und alles, was LittleP dann macht, ist Ja oder Nein zu sagen. In diesem Fall hat alles geklappt. Status true, value true. Das heißt, der Benutzer ist erfolgreich authentifiziert. Genau, so viel dazu. Ich habe eine kleine Demo mitgebracht. Die einfach nur zeigen soll, wie einfach aus Nutzersicht U2F eigentlich ist. Das ist eine virtuelle Maschine, deswegen muss ich hier einmal den YubiKey durchreichen. Sehr, sehr simpel, ja, nur eine Login-Seite. Wo ich mich zunächst einloggen kann. Username, Passwort, ich habe noch keinen Token gepaart. Und die Seite bietet mir jetzt hier an, ein U2F-Device zu registrieren. Ist nicht sehr hübsch optisch, aber ich auf Registrieren drücke, fängt hier mein U2F-Device an zu blinken. Das sieht man jetzt wahrscheinlich leider nicht von oben. Dieser YubiKey blinkt und ich berühre nur einmal diesen integrierten Knopf und ich habe mich erfolgreich registriert mit dem U2F-Device.
Jetzt logge ich mich wieder aus, versuche mich wieder einzuloggen. Benutzername und Passwort. Und zusätzlich wird jetzt eben der zweite Faktor abgefragt. Man kann das eigentlich noch deutlich machen. Jetzt ist irgendwas passiert. Sieht die Tücken der Live-Demos. Also man sieht hier in LibDP, dass der Token eigentlich erfolgreich angelegt worden ist. Ist auch aktiv. Also ich würde sagen, ich versuche das einfach nochmal. Es wird mein 12-Device irgendwie gar nicht mehr angesteuert. Die Demo läuft, wie gesagt, in einer virtuellen Maschine. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, die USB-Devices in die virtuelle Maschine richtig reinzubekommen. Es gibt manchmal Probleme dabei. Ja, jetzt funktioniert es. Mein U2F-Device blinkt wieder. Ich berühre einfach nur den Knopf und ich bin eingeloggt. Und da ist eben was, was es eben für den Endbenutzer eben sehr, sehr einfach macht. Ja. Genau. Ja. Nein, die Frage ist, dass ich hier gerade jetzt beim YubiKey, also nur für den Stream, dass weil ich bei dem YubiKey einen Knopf gedrückt habe, um zu zeigen, dass ich da bin, dass ich ja eben die Authentifizierung angestoßen habe und bereit bin, dass meine die 2F-Token die Challenge beantwortet. Und wie das bei diesen anderen Token, bei den Plugups hier beispielsweise funktioniert. Wenn die Plugups drinstecken, wird erstmal nichts passieren, weil die FIDO-Spezifikation und die U2F-Spezifikation zwingend vorschreibt, dass eine Benutzerinteraktion stattfinden muss. Dass eben nicht die Teile irgendwie als Cookie oder Super-Cookie missbraucht werden können in irgendeiner Art und Weise. Bei diesen Plugups ist es ganz interessant gelöst. Ich muss den Stick ausstecken und wieder einstecken. Das ist die Nutzerinteraktion. Das heißt, nach dem Einstecken ist für eine sehr kurze Zeit eben der Token aktiv und wird dann Challenges beantworten. Also einfach Nutzername, Passwort eingeben, über die Challenge kommen, Stick einstecken, Challenge wird beantwortet, Stick wieder ausstecken oder stecken lassen, ist egal. Ich würde es gerne demonstrieren jetzt mit diesen Plugups, aber man kann sich vorstellen, ich habe diese Demo nur in der virtuellen Maschine laufen. Es ist ein bisschen schwer, dieses Stick in der richtigen Zeit genau in die virtuelle Maschine reinzubekommen. Genau, also wenn die Hardware verloren ist, kann man den Token deaktivieren, sperren, löschen. Genau. Da ist wahrscheinlich ein Missverständnis da. LinkDP ist kein Cloud-Dienst. Also die Frage war, ob man bei einer zentralen Rufnummer anrufen kann und sagen kann, dass der Stick verloren ist. LinkDP läuft wirklich, ist Open-Source-Software, die bei Ihnen nachher im Unternehmen läuft. Ach so, als Scherz gemeint. Ja, im Idealfall bei einem, sorry, ich dachte irgendwie an so einen Cloud-Dienst, wo ich anrufen muss, wie bei der Kreditkarte und mir die sperren lassen muss. Ja, wenn es eine große Firma ist, im Idealfall kann man jemanden anrufen, ja. Genau. Es gibt aber auch Möglichkeiten, also es ist alles optional, ist konfigurierbar, dass man dem Nutzer die Möglichkeit gibt, im Self-Service-Portal zu sagen, ich habe meinen Token verloren. Und eine vorgefertigte, also im Voraus eingestellte Art und Weise mir ein Einmalpasswort für eine gewisse Zeit zukommen lassen kann. Beispielsweise über SMS oder Ähnliches, wenn man das denn möchte. Ja? Dass ich mich quasi mit, ob es möglich ist, dass ich mit einem Token mehrmals an einem Dienst... Ja, definitiv ist es möglich. Es werden dann bei, also ich habe jetzt in dieser Web-API von LinkDP den einfachsten Fall gezeigt, dass ich nur ein Token habe.
es werden einfach dann mehrere Challenge-Objekte zurückgegeben von LWDP. Und diese Challenge-Objekte werden dann wieder an die Funktion geschickt, in Java, also über JavaScript an den Client geschickt. Und der probiert einfach alle durch. Und das erste Device, das sich meldet, auf den Key-Handle, der rausgeschickt worden ist, das wird genommen. Genau. Genau, das ist möglich, das ist vorgesehen, ja. Ja? Du sagst gerade, also der Browser muss aktiv werden. Bedeutet das, dass der auch echt auf die Bibliothek dazu bleiben muss? Oder? Ja. Okay. Und das ist, soweit ich das verstehe, auch das Problem, warum es in Firefox noch nicht integriert ist, weil die erst irgendwelche Umbauten im USB-Stack machen wollen, bevor. Also in ihrer eigenen Ansteuerung an die USB-Stack. Ob es mit Chrome unter Linux funktioniert? Ja, es funktioniert mit Chrome unter Linux. Gerade wo ich die Live-Demo gemacht habe, das war auch ein virtuelles Arch Linux, funktioniert einwandfrei. Genau, also es ist, man muss einmal initial, wenn ich U2F-Tokens benutzen möchte, eine UDEF-Regel setzen, dass eben dann die entsprechend die Keys erkennt. Also die UDEF-Regel sind auch von Yubico irgendwo auf GitHub zu finden, sind also öffentlich gemacht und auch bei den Plugups. Wenn Sie hier nachher so ein Plugup-Ding mitnehmen, hier unten ist eine URL drauf, da ist diese UDEF-Regel schon mit drauf auf der Seite. Gute Idee. Ich habe noch nicht danach geschaut, ob die UDEF-Regel paketiert ist in irgendeinem Paket, aber warum denn nicht? Ist drin? Super, ja. Also in YubiKey Personalization Tools ist es drin, sagt der Kollege. Es sind generell Hardwarehersteller mit drin. Also ich hatte ja Lenovo erwähnt und viele andere Firmen auch. YubiKey und so ist auch drin. Bei U2F ist es so, wenn ich auf dem Telefon haben will, ist es theoretisch möglich, eine Softwareimplementierung zu machen, mit allen Tücken, die Softwareimplementierung eben haben. Es ist aber, also U2F ist auch weitergehend gedacht von Fido. Also eigentlich will ich auf dem Smartphone keine Softwareimplementierung haben, weil ich mich auch über den Smartphone-Browser bei einem Dienst anmelden können will. Das heißt, mit einem NFC-Stick. Genau, ja. Also, wenn die Softwareimplementierung verloren geht, ist es schlecht. Achso, dass es wirklich im Smartphone mit drin ist. Ich weiß nicht, was in die Richtung geplant ist. Mir persönlich ist es generell eigentlich vom Schutzgedanken her sehr wichtig, ein getrenntes Gerät zu haben, das dann eben einfach nicht hackbar ist. Also nicht einfach über das Smartphone eine Ansteuerung hat, aber ob jetzt der YubiKey als getrennter Chip quasi ins Smartphone implementiert wird, könnte ich mir vorstellen, dass es geplant ist. Ich weiß es aber nicht. Ja. Die Challenge muss eine Random Challenge sein, 32 Byte. Also es ist einfach, U2F ist nicht gedacht, um Transaktionen abzusichern, sondern es ist einfach nur eine Random Challenge, die signiert wird. Ja, ich weiß nicht, wer zuerst war. Das weiß ich auswendig momentan gar nicht, wie groß der initiale Seed ist. Ich weiß nicht, ob es jemand hier im Saal vielleicht auswendig weiß, wie groß die Yubico-Seeds sind. Ich weiß es nicht auswendig. Könnten wir nachgucken nachher einfach. Am Stand vorbeikommen, dann schauen wir es nach. Also der LWDP-Stand ist direkt am Haupteingang. Ja, also es ist, was möglich ist und was auch von Fido so angedacht ist und in der Spezifikation sehr offensiv beschrieben wird,
ist, dass ich per NFC, also mit dem UCF-Stick, YubiKey Neos können das per NFC mit dem Smartphone ja, verbinde und dann dort eben der Austausch stattfindet zwischen Stick und dem Client auf dem Smartphone. Und ich könnte mich somit eben über den Browser, der im Smartphone drin ist, authentisieren an irgendeinem Webservice. Oder ich könnte mich bei einer Banking-App beispielsweise, die auf dem Smartphone ist, mit einem zweiten Faktor authentisieren und sagen, hey, ich habe den Stick. Und das ist auch, also da ist auch im Standard, sind schon Vorbereitungen getroffen. Ich hatte erwähnt, dass die App-ID so eine übergeordnete Struktur ist, wo verschiedene URLs nachher drunter liegen können, die akzeptiert werden. Und in diesen URLs sind auch diese APK-String-Formate und ich weiß nicht, wie die bei Apple heißen, IPA oder so, String-Formate eben schon unterstützt. Also der Support ist in der Spezifikation mit enthalten, aber ich habe jetzt noch nicht von Anwendungsfällen gehört. Ja? Ja, also der LSE bietet eben kommerziellen Support für LimitedP an. Das heißt, wenn man eine LimitedP-Installation hat, vor allem gerade im Unternehmen, ist es eben eine kritische Infrastruktur. Ja? Also wenn der Login fehlschlägt, ist es schlecht, wenn man sich erstmal ransetzt und versucht zu verstehen, wie LimitedP funktioniert und versuchen, was zu reparieren. Dann ist es natürlich einfacher, einfach einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir entwickeln, also wir stehen hinter LimitedP, wir entwickeln das Produkt und dementsprechend ist auch das Know-how eben dann da, um Probleme schnell zu fixen. Nee, es ist, also HA, High Availability ist vorgesehen, HA-Szenarien, wo man zwei LimitedP-Instanzen ja, parallel laufen hat, die sich eben eine Master-Master-Replikation in der Datenbank machen. Wir bieten zusätzlich als LSE eine Virtual Appliance an. Das ist ein ISO-Image, das man sich einfach installieren kann, wo ein vorgefertigtes oder vorkonfiguriertes Debian-Paket, Debian-Betriebssystem eben mitkommt, wo man eben sehr, sehr einfach dieses HA-Szenario aufsetzen kann. Aber es ist natürlich ohne Probleme möglich, ist auch dokumentiert, wie ich auf Datenbank-Ebene ein HA-Szenario aufbauen kann. Ja? Ja, zunächst mal ist es erstmal, es ist dann was, also die Frage ist, ob man U2F irgendwie auch als First Factor verwenden kann, ohne Passwort. Es ist erstmal nicht erlaubt laut Spezifikation. Das heißt, man bewegt sich außerhalb der Spezifikation. Und ja, die Zwei-Faktor-Authentifizierung lebt eigentlich davon, wirklich zwei getrennte Faktoren zu haben, wie ich ja eingangs erwähnt hatte. Einmal nachzuweisen, dass ich was weiß, dass ich quasi mein Hirn bei mir habe, dass ich bin, ja, mit dem Passwort. Und das andere Mal, falls das Passwort gefischt worden ist, dass ich eben was besitze, ja, wie der, denk an den Haustürschlüssel zu Hause. Ich persönlich würde mir sehr genau überlegen, ob ich einfach nur mit einem Haustürschlüssel, mit etwas, was ich besitze, mich im Web authentifizieren will. Weil wenn ich den irgendwie, wenn er mir geklaut wird und derjenige, der ihm den Key mir klaut, weiß, wer ich bin und wo ich mit welchem Nutzernamen angemeldet bin, käme natürlich dann in den Server rein. Also die Rede ist hier von den Cisco-Token, wo man, die man zuerst mit einem Passwort entsperrt quasi und dann den zweiten Faktor hat. Man muss es sehr genau abwägen, meiner Meinung nach. Und es lässt sich ja herzlich darüber streiten, ob das wirklich noch zwei getrennte Faktoren sind, wenn ich ein Passwort verwende, um meinen zweiten Faktor freizuschalten. Das heißt, es ist von der Philosophie her, ist für mich, da geht der Gedanke vom zweiten Faktor verloren, weil er nicht unabhängig geprüft wird woanders, sondern weil er eben nur benutzt wird, um meinen zweiten Faktor eben freizuschalten. Aber lässt sich bestimmt herzhaft drüber diskutieren. Ja? Bei den billigen Tokens lässt sich da der Seed auch setzen, oder ist der Regel? Soweit ich weiß, lässt sich der Seed leider nicht setzen momentan. Und auch bei den YubiKeys ist es so, dass es ein extra U2F-Chip quasi auf den YubiKeys ist. Das heißt, auch da lässt sich das Seed nicht ändern. Das generelle YubiKey-Seed, so wie man es kennt, ist ja abänderbar, aber dieses spezielle U2F-Seed leider nicht.
Aber es ist nicht verboten in der Spezifikation oder Ähnliches, dass man es abändern darf. Also es ist, und ich hoffe, dass es da Geräte-Token geben wird, wo das Seed änderbar ist. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt es noch Fragen? Sonst bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen guten Appetit beim Mittagessen.